Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich Raven hin? Und ist in Extremo immer noch da? Oder sind die schon weg? Ne, in Extremo ist schon weg. Okay, dann quatschen wir mal mit Toros. Für Gomez. Für Gomez. Nee, der hat jetzt nichts Neues. Was ist denn eigentlich die Waffe, die wir jetzt haben? Ist das ein Einhänder oder ist das zwei Händer? Das ist immer noch ein Einhänder, Furchtbringer. Immerhin. Warte, was genau hat er für Werte? Bei viel Schaden, benötigt Stärke 18, der haben wir. Wert 680. Hat Diego was Neues für uns? Für Gomez. Für Gomez? Erzähl mir was über das alte Lager. Oder kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja, jetzt ich auch hier gedacht. Kannst du lernen, deine Geschicklichkeit. Das brauche ich jetzt Komm nicht bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, ich wollte eigentlich Mach's das hier. Gut. So, mit Dexter haben wir ja eigentlich eh alles fertig. Suchen wir mal Fingers. Bei dem wollten wir ja noch ein bisschen Schlösser knacken lernen. So, wollten wir ja eh Schlösser knacken hier verbessern. Haben wir ja gemeistert. Für Gomez! Für Gomez! So, was kannst, was du, kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Schlösser öffnen. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Du bist jetzt schon besser. Okay. Wie werde ich Meister im Öffnen von Schlössern? Du bist jetzt schon besser. Ah, okay. Taschendieb, ich will ein guter Taschendieb werden. Du bist jetzt schon besser. Okay, nur noch Taschendiebstahl Stufe 2. Ich will ein Meister der Taschendiebe werden. So unerfahren wie du bist, kann ich dir nichts beibringen. Okay. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Haben wir ja eigentlich schon. Dann müssten wir das wirklich bei Kavalon machen. So, wo war nochmal hier, Schleichen, ja, Akrobatik, nein. Obwohl, wir können jetzt ins neue Lager gehen und da zu dem einen Dude gehen, der uns Akrobatik mal beibringen kann. Kostet ja eh auch nur 10 Lernpunkte. Können wir das auch mal machen? Und mal gucken, was Akrobatik jetzt, wie viel besser das dann ist mit der Akrobatik. Raven werden wir jetzt eh erstmal nicht mehr finden. Glaube ich zumindest. Wir können aber auch mal schauen, ob hier wieder neue Leute da sind. Torwache, Torwache. Neue Gegner müssten hier auch irgendwo wieder sein. Respawn. Wir sind ja jetzt schließlich in Kapitel 3 oder Akt 3 oder wie man es hier auch nennt. Obwohl, nee, die Respawn haben, hat hier jetzt nichts. Okay, kommt mir jetzt schon doch ein bisschen komisch vor. So, Brückenwache. Hier ist auch jetzt nichts gespawnt. Was haben wir? Nur noch Orkfriedhof und Ulberts Lagerschuppen. Hier hat sich jetzt nichts Neues getan. Und für Gomez können wir jetzt auch nichts bequatschen. Ich habe auch keine Ahnung, wo Raven gerade ist. Neue Viecher gibt es jetzt auch erstmal nicht. Müssen wir mal schauen, wie gut wir jetzt gegen die Snapper ankommen. Ah, hier. Okay, die Viecher sind nicht wieder da. Wo ging es jetzt nochmal ins alte Lager? Wo sind wir? Hier geht's zur Mine. Aber die Mindcrawler dürften jetzt nicht wieder da sein. Gehe ich mal von aus. Wenn doch, gehen wir da nochmal rein. Aber ein andermal. Heute auf jeden Fall nicht. Da scheint auch nichts Neues zu sein.
keine neuen Viecher. Nichts gerespawnt. So, was mich jetzt aber auch interessiert ist... Ah, da ist dann das neue Lager. Was mich jetzt aber interessiert... Sind wir schon stark genug gegen die anderen Viecher? Also diese Beißer, die haben wir ja geschafft. Aber vor allem ist es jetzt auch Aufgabe, wirklich ins Ork-Lager hinzugehen. Ah, hier ist wieder was Neues. Noch mehr Erfahrungspunkte. Nadu? Nehmen wir mit. Boah, da muss hier auch irgendwas Neues geben. Irgendwas muss doch wieder gespawnt sein. Irgendwas müsste jetzt wieder da sein. Die Hütte hatten wir aber auch noch nicht erkundet, oder? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Sind die Warane wieder da? Wie viel brauchen wir noch? Okay, noch, sagen wir mal, noch knapp 4000 Erfahrungspunkte. Wie viel 72 Dietrich haben wir? Das muss aber jetzt auch reichen, damit wir alles knacken können. So, da wären wir. Solange ich da. War doch klar, dass das ärgert mich. Ich wäre nicht mehr auf das Gefühl. So, dann suchen wir den einen Dude, der uns Akrobatik beibringen konnte. Der war doch irgendwo da im Innenbereich, also da in der Siedlung von denen. Okay, Lefty und so weiter, die sind alle tot geblieben. Ja, immerhin. Immerhin nervt uns Lefty nicht mehr. So. Da wären wir auch schon. Na, ja, zumindest fast. Wie kommen wir da nochmal hoch? Denn der eine Dude, der quatscht uns immer voll, wenn wir versuchen, hier hochzukommen. Gomez, Schergen, kommen! Gomez! Gomez! Ich will nur vorbei! Gomez! Gomez! Doch klar, dass das Ärger gibt. So. Ich dachte, das wäre schon. Genau, Sharky war das, ne? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ah, der hat noch 900 irgendwas. Verlass dich auf jemanden, das ist. Hat er irgendwas auch ein Gutes an Waffen? Irgendwas, was besser ist als meins? So. Dann können wir von ihm 16 Erz zumindest mitnehmen. So und so. Ja, aber wo war der Dude, der uns jetzt Akrobatik lernen beibringen konnte? Die beiden waren es nicht. Die auch nicht. Ich glaube, der da war das, oder? Was da? Wie kannst du mir helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Akrobatik, komm. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern.
Viel Glück. Ich halte mich da lieber. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ich hab doch schon. Muss wohl doch was dran sein. Akrobatik gelernt, ja, aber. Kann er mir das noch weiter beibringen? Beförderung zum Gardisten haben wir. Ich habe meine erste Gardistenrüstung bei Stone, dem Schmied, abgeholt. Ich kann dort noch bessere Rüstung kaufen, was er sich allerdings teuer bezahlen lässt. War nicht besonders. Kann ich jetzt wirklich den. Jetzt will ich mal gucken. Wow. Okay. Alter, wie geil. Das ist ja mega. Geil. Das feiere ich jetzt gerade. Boah, das muss ich speichern. Jetzt, wo wir so springen können. Komme ich von da? Hier so daran? Nee, das nicht. Okay, aber hier sind wir weit gelandet. Ich habe jetzt gesagt, wir gehen jetzt drauf. So. Feiere ich gerade. Okay, aber schneller geht das jetzt auch nicht. Aber jetzt schauen wir mal. Hier stand jetzt gerade, wir könnten hier unter allgemeine Info, Lehrer am Sumpflager. Der Guru Balkadar kann mir helfen, meinen Mana zu steigern. Interessiert mich eher weniger. Wissen der Tierverwertung. Wissen über Zangen rausschneiden, mein Crawler. Das war jetzt zu weit. Händler am Sumpflager. Balkadar verkauft Runen und Spruchrollen. Händler am neuen Lager. Kronos verkauft magische Insilien wie Runen, Spruchrollen. Balkagan verkauft Krautstängel an die Banditen und Söldner im neuen Lager. Zack, der Bandit handelt mit Waffen und anderen Waren. Er hält sich meistens irgendwo im neuen Lager auf. Oh, es geht immer zu schnell. Lehrer im neuen Lager. Was der Bandit unterrichtet, das Talent Akrobatik. Kronos kann mir helfen, meine Mana zu steigern. Wetsch, der Bandit kann mir die Talente Schleichen, Taschendiebstahl und Schlösser öffnen beibringen. Gehen wir ein andermal dahin. Jetzt fehlt uns ein bisschen die, ja, sagen wir mal, die Lernpunkte dafür. Boah, aber das feiere ich jetzt. So. Ich feiere das total gerade. Das ist ja so mega. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic, ne, Assassin's Creed Gothic. Das wollte ich jetzt rauchen. Ich hab den Joke vermasselt. Merke ich gerade. Gegner, wo sind sie? Komm, wo sind sie? Da! Okay, schade. Aber sein rostiges Schwert nehmen wir mit. Also Rapus nehmen wir auch noch mit. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Okay, nirgendwo Besonderes, außer zu zweimal Seraphis. Ich würde gern zu dem Varan darunter. Dann ist aber nur die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Ach, hier, Aidan. Der konnte auch noch irgendwas beibringen, oder? Tiere auszuschlachten. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Heute von Reptilien. Hätten wir machen können. Aber okay, machen wir beim nächsten Mal. Weil das sind dann
wieder Sachen, die wir, um Erz zu gewinnen, nutzen könnten. So, Kavalon ist auch noch da hinten, irgendwo. Boah, ich will jetzt auch mal gleich schauen, ob wir auch schon gegen die Snapper ankommen. So, Kavalon. Für Gomez. Für Gomez. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Bogenstufe 1, 10. Bogen brauchen wir nicht mehr. Ah, geil. Noch ein Morrit. Nehmen wir mit. Jetzt bin ich gespannt. Diese Tür. Okay. Okay, warte mal. Was muss man noch machen? Okay, wenn es geht irgendwie nur die Tasten links und rechts, aber wiederum auch nicht. Beziehungsweise A und D. Also die und die. Aber beide, bei beiden steht Mist wieder von vorne. Ich will jetzt aber mal gegen die Snapper da vorne mal ausprobieren, ob wir da jetzt klarkommen. Das sind ein paar Snapper zu viel jetzt. So. Yo. Okay, wir sind stark genug gegen die Snapper. Komm. Ja, komm. Komm, komm. So, der nächste bitte. Alter, wie geil. Ja, komm. Boah, geil. Die Waldbären nehmen wir noch mit. Boah, ich feier das. Jetzt sind wir stark genug gegen die Snapper. Und was haben wir denn da? Was ist denn das? Eine Spruchrolle und ein Trank. Und... okay. Boah, ich feiere das gerade. Wir sind deutlich stärker geworden. Ich speichere das jetzt aber einmal. Und da haben wir einen Baran. Den gönnen wir uns auch nochmal. Das sind alles Punkte, die wir mitnehmen wollen. So, das nehmen wir auch mit. Sonst gibt es hier nichts. Gucken wir mal hier, was hier alles noch ist. Da haben wir noch einen Lurker. Und da sind ein paar Tränke. So, Trank nehmen wir mit. Lurker können wir nicht mehr looten. Oder beziehungsweise noch nicht looten. Was gibt's denn hier unten in der Höhle? Hier gibt's gar nichts. Boah, aber ich feiere das gerade. Wir sind nochmal deutlich stärker geworden. Dann können wir jetzt eigentlich auch oben im Wald mal die anderen Snapper ausschalten.
da geht's zu den Orks. Die will ich noch nicht versuchen. Da will ich lieber noch ein bisschen stärker werden. Also nochmal ein Stück. Wie sieht's denn hier aus eigentlich? Zweihänder ungeübt, Bogen ungeübt, Armbrust ungeübt. Schlösser öffnen haben wir gemeistert, aber Chance des Versagens ist noch bei 10%. Geschick könnten wir auch mal eigentlich steigern. So, Schutz vor Waffen 60 haben wir. Magie nein. Also eigentlich im Grunde Geschick und Stärke. Das ist das Einzige, was wir eigentlich wirklich jetzt noch brauchen. Vielleicht noch Armbrust. Weil wir jetzt bei der Armbrust bleiben. So, auch einmal futtern. Und wir fressen mal den Käse. Ah, stinken können wir auch mal gönnen. Und den Apfel. Das reicht. Das reicht so. Boah, dann müssten wir jetzt auf jeden Fall lang genug da gewesen jetzt sein. Weil im alten Lager, dass wir jetzt wirklich die stärkere Gardistenrüstung kaufen können. Und dann die alte hier verkaufen. Wo von Farbe her gefällt die mir schon so sehr. Gehen wir mal dahin. Quatschen wir mal mit Stone, war da, glaube ich, ja. Man darf auch nicht alles glauben, was ich glaube kaum seine Haus. Ich feiere das, dass er jedes Mal eine Rolle macht. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern werde. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. So, und hier. Nee, wo ist ein Stone? Ah, da ist Stone. Komm, du kannst mir doch was Neues geben. Für Gomez. So, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast... Ja, das habe ich. Schwere Garderüstung. 2100. Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung tragen. Und du bist noch nicht lange genug dabei, fürchte ich. Okay. Dann halt nicht. Wir sehen uns! Kann ich da rein? Ich kann hier rein. Ach, hier bei Bullets bin ich jetzt. Okay. Das ist ja interessant, dass das hier direkt zu Bullet führt. Warum gibt er mir jetzt nicht die schwere Garderüstung? Das ist jetzt enttäuschend. Quatschen wir mal mit Cutter. Für Gomez. Für Gomez? Okay, der kann mir nichts beibringen. Ich hätte gern so eine gerade Rüstung. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Hallo, Freund. Hi. Der hat keine Aufgabe für mich, okay? Ah, da ist er ja. Da ist ja Raven. Hallo. Hi. Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez rechte Hand. Ich höre nicht mehr auf das. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Ja, wie steht der Erzhandel? Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Okay. Aber... lass mich mal durch. Hallo. Ja, er hat auch nichts für mich. War doch klar, dass... Ja gut, also... hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Das heißt, wir haben wirklich erstmal nur noch das Ork-Friedhof als Aufgabe. Aber gegen die Orks weiß ich noch nicht, ob wir stark genug sind. Das heißt, wir müssten nochmal einige Viecher ausschalten, damit wir ein bisschen mehr auf Berge gehen können, auf Geschicklichkeit für Schlossknacken.
an der Geschichte. So, was ist mit den Blattwürden? Habe ich eh keinen Bock. Aber wir können auf die Snapper losgehen. Und gucken, ob wir vielleicht sogar schon auch gegen die Orkunde ankommen, die hier im Wald sind. Dass wir nach und nach die kleinen Viecher erstmal ausschalten und uns auf die großen Viecher hocharbeiten. Und da vorne gab es ja die Snapper. So, wo waren die denn? Da hinten irgendwo. Da können wir da eigentlich auch nochmal gucken. Looten. Bisschen lunsen, was es da gibt. So, wo waren die denn? Die waren hier doch. Da oben irgendwo, ne? So, machen wir hier einmal ein Safe Game. Und dann schnappen wir uns die. Das sind schon ein paar viele Snapper. Jo. So. Alles klar. So, Schinken. Schinkenspicker erstmal gönnen. Rohes Fleisch wollen wir nicht. Nur das aber erstmal. So. Erstmal alles aufessen. Und so. Jo. Okay, Snapper können wir nicht looten. Alter, dann ja so viele. Jo. So, dann noch einmal. Das. Das. Haben wir sonst noch? Ja, hier haben wir noch jede Menge. Schinken. Gratis Fleisch, Entschuldigung. So, nochmal ein Safe Game. Okay, hier das ist ein Paradies, was Snapper angeht. So, okay. Ja, geil. So, Seraphis nehmen wir jetzt mal. Machen wir auch mal leer. So, wie weit hoch können wir da? Ich habe Angst, dass hier jetzt irgendwie die Barriere schon da ist. Was gibt's denn hier? Ah, die schwarzen Goblins. Oha, wie viel ist denn hier? Was ist denn das da hinten für ein Riesenviech? Alter, was? Alter, und das Riesenviech da hinten. Und Goblin-Krieger. Die sind nochmal ein bisschen stärker. So, dann was gibt's denn hier? Hä? Was will der denn? Toll. Wieso habe ich jetzt nicht das Schwert ausgepackt? Komm, noch einmal gegen den. Den machen wir jetzt fertig. So. So. Der scheint nicht so wichtig zu sein. So, das nehmen wir alles mit. Gibt es hier noch irgendjemanden? Oh,
Da sehe ich schon was, was ich jetzt vergessen habe. Kann man verkaufen. So, und mal gucken, was es hier oben sonst noch gibt. Den da, okay. Hallo? Was war das denn jetzt? Wieso hat er die Waffe nicht ausgepackt? Toll. Den ganzen Weg jetzt nochmal von vorne. Das machen wir noch fertig, bevor wir die Folge beenden. Den da oben fertig machen und den da unten. Ja, komm. Und. So. Das war's mit dem Räuber. Nehmen wir alles mit, was er hat. Seinen Bogen nehmen wir mit. Dann brauchen wir jetzt noch was zu futtern oder Lebensenergiebonus 100. Dann nehmen wir eher sowas hier. Komm. Machen hier jetzt ein Save Game. Den da oben auch nochmal. So, ja, der wird jetzt erstmal ein paar Treffer landen. So, und auch weg mit dem. So, nehmen wir auch noch alles mit, was der hat. Gibt es hier oben auch noch mehr Leute? Das sieht so aus. So, jetzt brauchen wir aber wieder was zu futtern. Wir haben da aber auch schon ordentlich was gesammelt hier. Ich weiß jetzt nicht, was Bier sonst so macht oder Wein oder Startbier. So, Brot gönnen wir uns jetzt mal. Und hier den Reis. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns auf jeden Fall das Lager da unten an. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!